zusammen und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein paar Spartipps für euch und wie ihr nachhaltig sein könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, das erste, was ich euch zeigen möchte, ist Kaffee. Und zwar geht es hier um dieses Glasgefäß. Und zwar fand ich das so schön, dass ich mir gedacht habe, mach daraus meine Wattepads. Also ich mache nicht daraus meine Wattepads, sondern ich packe da meine Wattepads rein. Ich habe einfach die Verpackung, also dieses Papier hier drumherum weggemacht, einmal ordentlich ausgespült. Und das steht jetzt bei mir im Badezimmer und ich finde das total hübsch, da passt total viel rein. Man kann es natürlich auch andersweitig benutzen. Man kann dann natürlich auch noch Batterien reintun oder diejenigen, die gerne Handarbeit machen, da ihr Nähgarn oder man kann da Mehl reintun, Zucker reintun. Also ganz, ganz viel machbar und ich finde die einfach so schön und die gibt es ja auch so teilweise bei Depot zu kaufen. Und ja, wie gesagt, hier ist es einfach nur für Kaffee. Wir haben das jetzt aus Holland. Vielleicht gibt es auch das hier in Deutschland, aber wenn einer von euch mal in Holland ist, soll er euch auf jeden Fall mal hier diesen Kaffee mitbringen. Er schmeckt gut und ihr könnt damit dann nachher auch noch was Sinnvolles machen. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt an Kaffee rankommt aus Holland oder an so einem Gefäß, dann kauft euch eine Janky Candle oder eine andere Kerze mit einer schönen Verpackung oder mit einem schönen Glas. Das ist jetzt hier eine Janky Candle. Wie ihr seht, da ist noch ein bisschen was drin. Die habe ich jetzt von Saks Fifth Avenue. Das ist neu in Bonn, ein Laden. Und da gibt es die Sachen echt sehr, sehr günstig. Also von Valentino bis Gucci zu Adidas, Nike. Sind die Sachen echt sehr, sehr runtergesetzt. Und da gibt es auch diese Janky Candles und die hat jetzt zum Beispiel 12,99 € gekostet, anstatt 24,90 €. Und daraus habe ich auch neben dem Wattepad-Gefäß, habe ich hier auch einmal das sauber gemacht und habe hier dann meine Q-Tips reingepackt. Ja, wie gesagt, könnt ihr auch natürlich auch anderweitig verwenden. Da könnt ihr, ob es jetzt für die Küche ist oder für euer Hobby. Wie gesagt, da könnt ihr alles reinpacken. Und ich finde es einfach so schön und das passt halt auch total gut nebeneinander. So steht das jetzt in meinem Badezimmer und ja, wie gesagt, ich bin total begeistert. Nachhaltigkeit, ich habe Geld gespart bei Kaffee und die... Oh Schatz, ich dreh gerade ein Video. Mama, kannst du kurz Stopp machen? Die Umwelt gut und wie gesagt, hat gerade nur Vorteile für mich. So, dann geht es weiter mit einem Lippenpeeling und zwar ist das unser Lippenpeeling. Ganz wichtig ist es, wenn ihr knallige Lippenstifte tragt oder wenn ihr generell Lippenstifte tragt, ist es ganz, ganz wichtig, dass vorher eure alten Hautschüppchen von euren Lippen entfernt werden. Da kann ich euch nur raten, eure Zahnbürste zu nehmen und ganz sanft, also nicht, dass ihr euch verletzt, ganz sanft über eure Lippen zu kreisen. Damit macht ihr nochmal eine schöne Durchblutung. Eure Lippen werden einfach nochmal ein bisschen voller und die alten Hautschüppchen werden entfernt. Und dann habt ihr eine ganz, ganz schöne, glatte Lippen habt ihr dann. Und dann könnt ihr auch euren Lippenstift gut und sauber auftragen, ohne dass es so, ja, so diese alten Hautschüppchen dann da einfach so abfallen. Und das sieht halt einfach nicht so schön aus. Ihr habt volle Lippen und der Lippenstift hält auch viel, viel länger, als wenn ihr das nicht machen würdet. Also ich kann euch nur raten, einmal sanft morgens früh mit der Zahnbürste einmal über eure Lippen zu gehen, eine Lippenpflege drauf zu machen, ein bisschen einwirken und dann euren Lippenstift drauf machen. Ja, und eine Zahnbürste hat jeder von uns. Dann geht's weiter mit Vaseline. Hier ist ein ganz einfaches von Isana, kostet irgendwie unter 1 €, gibt es in jedem Drogeriegeschäft. Und zwar benutzt ihr das, wenn ihr Parfüm habt, was nicht lange hält. Also wenn ihr günstiges Parfüm zum Beispiel habt oder generell Parfüm, was nicht so lange hält, also wo ihr denkt, oh, das verfliegt schon sehr schnell, nehmt ihr einfach ein bisschen Vaseline, macht es einfach ein bisschen auf euren Hals hier oder hier einfach unter eure Hand und sprüht dann euer Parfüm drauf und dann hält es viel, viel länger, als wenn ihr das ohne Vaseline macht. Also wie gesagt, einfach nur ganz dünn auf eurem Hals oder da, wo ihr euer Parfüm hinhaben möchtet. Also jetzt nicht in die Haare, ne? Weil ich sprühe auch gerne Parfüm in die Haare. Bitte nicht, weil dann sieht das
fertig aus. Und so spart ihr natürlich auch viel Geld, weil ihr euch nicht an diesen teuren, also diese teuren Parfüms kaufen müsst, sondern könnt einfach weiterhin oder ihr könnt einfach günstiges Parfüm nehmen und das einfach mit Vaseline aufpimpen. Und zwar ist es Kaffee. Genau. Kaffee, ganz einfaches Kaffeepulver. Wir haben jetzt eine Maschine, deswegen können wir das ganz leicht filtern. Das könnt ihr einfach mit heißem Wasser aufgießen. Dann noch ein paar ätherische Öle, also Jojobaöl, Olivenöl oder Kokosöl. Das ist natürlich auch super geschmeidig. Und das nehmt ihr dann unter der Dusche oder in der Badewanne als Ganzkörperpeeling. Dieser Kaffee, ich habe mir da gerade eine Seite rausgesucht, macht sogar ganz, ganz viel mit eurer Haut. Ich lese euch das mal gerade vor. Damit ich auch nichts vergesse. Und zwar Kaffeepeeling. Das Peeling entfernt alte Hautschüppchen und fordert die Zellenerneuerung. Das Koffein wirkt anregend und fördert die Durchblutung. Wenn Sie Ihr Kaffeepeeling regelmäßig anwenden, kann sich Ihr Hautbild deutlich verbessern und sorgt Zellulite entgegen. Das heißt, Mädels, wenn wir jetzt regelmäßig uns ein Kaffeepeeling machen, dann fördert es die Durchblutung und wie gesagt, kann sogar die Zellulite entgegenwirken. Das wäre natürlich mal mega, weil es gibt natürlich auch viele, viele, viele Cremes, die das bewirken sollen für viel, viel, viel Geld. Aber Kaffee haben wir alle zu Hause, zumindest zum größten Teil. Und wenn ihr keinen Kaffee trinkt, dann fragt eure Eltern oder die Nachbarin oder eine Freundin, ob die mal für euch ein bisschen Kaffee hat. Könnt es natürlich dann auch direkt hier reinfüllen und könnt dann da eure Öle, also wie gesagt, Jojobaöl, Olivenöl, Kokosöl, alles was gut für die Haut ist, dann einfach hier mit mischen und dann immer ein bisschen was nehmen und mit unter eurer Dusche dann euren Körper eincremen und einmal peelen. Also dafür wäre das natürlich auch total gut geeignet. So, den letzten Tipp, den ich für euch habe, ist für diejenigen, die sagen, ha, mit der Zahnbürste und dem Peeling möchte ich das nicht so gerne machen, weil irgendwie vergesse ich das. Bei Zahnbürste habe ich immer nur so Zähneputzen, verbinde ich damit und nicht, um meine Lippen damit zu peelen. Könnt ihr auch ein Lippenpeeling ganz einfach selber machen. Ich habe jetzt hier von Lush das Bubblegum Lip Scrub. Das gibt es natürlich auch von jeder Marke. Ist nicht gerade günstig, aber ich kann euch nur raten, nehmt einfach ein bisschen Zucker, nehmt einfach ein bisschen Kokosöl, vermischt das miteinander, also lasst das einmal so ein bisschen aufbären in einem Topf, packt dann dazu ein bisschen Zucker und füllt es in einer kleinen Verpackung und dann habt ihr auch schon so einen Lip Scrub und dann könnt ihr das euch im Badezimmer hinstellen und vergesst es auch nicht, das zu machen. Weil ganz ehrlich, mehr ist jetzt hier auch nicht drin, wenn ich jetzt hier mal reinschaue. Da ist noch Jojobaöl drin, das könnt ihr natürlich auch gerne noch nutzen. Rohrzucker ist hier drin. Ja, und dann sind hier noch so Öle und natürlich was, dass man dieses Bubblegum, diesen Bubblegum-Geschmack hat. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch irgendwie so Vanilleextrakt oder so, wenn ihr das braucht. Das kann ich euch auch nur raten. Kokosöl gibt es bei DM. Und das könntet ihr dann auch ganz normal auch für das Kaffeepeeling benutzen. Und könnt es natürlich dann nachher auch, wenn es leer ist, auch diese Verpackung nehmen. Also damit könnt ihr dann auch nachher ganz viel machen. Das waren meine Tipps. Ich so ein bisschen für die Nachhaltigkeit tue. Also ich halte immer die Augen offen, wie kann ich Sachen noch weiter verwenden, wie kann ich auch ein bisschen Geld sparen und ich hoffe, euch haben die Tipps gefallen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal selber einen Lip Scrub oder ein Kaffeepeeling selber gemacht habt, ob ihr meine Tipps bereits kanntet oder ob da jetzt was Neues für euch bei war, das würde mich sehr freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde mich das auch sehr freuen, wenn ihr den abonnieren würdet. Lasst mir auch gerne einen Daumen hoch da und ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Vanessa. Ciao!